Im gestrigen Marktgeflüster hatte ich die aktuelle Lage beschrieben, wonach die Aktienmärkte weiter heiß laufen, trotzdem die Wirtschaft abkühlt. Oder besser gesagt, gerade weil die Wirtschaft abkühlt, denn die Märkte interessieren sich eigentlich nur für Liquidität und die Abkühlung der Konjunktur, die Abkühlung der Wirtschaft. Die Corona-Lage zeigte, dass die Konjunktur sich abkühlt und die Fed damit das Tapering erstmal nicht betreiben wird. Genau das feiern die Märkte, also die Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken, und damit wird ein Monster weitergefüttert, das kaum mehr zu kontrollieren ist. Und gestern wieder auf mein Video haben viele geschrieben, naja, das sei doch wieder sehr bärisch. Nein, das ist weder bärisch noch bullisch. Ich beschreibe gewissermaßen als Chronist der Zeit eine Entwicklung, völlig unabhängig von einer Investmententscheidung, die Sie treffen, die ich treffe, sondern ich beschreibe, was da gerade passiert. Das ist etwa wie ein Nachrichtensprecher bei der Tagesschau, den Sie ja auch nicht fragen würden, naja, welche Partei wählst du, sondern der versucht, so wie ich es auch versuche, eine Auswahl zu treffen an Wichtigkeiten, die man versucht nahezubringen. Das ist ein subjektiver Ausschnitt, den ich hier liefere. Aber es ist eben sozusagen meiner historischen Prägung ein bisschen geschuldet, wie ich die Dinge sehe, und versuche Ihnen die nahezubringen. Manche finden das gut, manche finden es nicht gut. Jedenfalls ist das eben unabhängig von steigenden Kursen oder fallenden Kursen, die letztendlich nur das repräsentieren, was durch die Notenbanken an Liquidität reingeschoben wird. Und hier ein paar Dinge dazu zur Fütterung des Monsters, was das eigentlich alles bedeutet. Wir sehen etwa, Wall Street hat einen Artikel geschrieben, die monströse Überstimulierung der Wirtschaft und der Märkte, die es je gegeben hat. Richtig, so etwas hat es noch nie gegeben. Wir sehen hier oben in der Grafik die Marktkapitalisierung der US-Aktienmärkte so um und bei 50 Billionen Dollar. Und diese Marktkapitalisierung, die wächst deutlich schneller als das BIP auf der einen Seite, und sie wächst auch schneller als die Fed-Bilanz, obwohl jetzt seit 2020, seit dem März, der Anstieg der Fed-Bilanz zu 93% korrespondiert mit dem Anstieg der Aktienmärkte. Also guckst du auf die Fed-Bilanz, dann weißt du, was die Aktienmärkte machen. Verurteile ich jemanden, der da mitspielt und sagt, ja, was bleibt anderes übrig, als du mitzumachen? Überhaupt nicht, finde ich sogar relativ rational und vernünftig. Es ist eine rationale Blase, da muss man mit. Das ist genau auch vielleicht der Unterschied zu Markus Koch, der sehr pragmatisch da vorgeht und sagt, hilft ja nichts, man muss halt mitschwimmen. Aber wie gesagt, ich sehe mich eher als Chronist der Zeit, der etwas von außen beobachtet und dieses System beschreibt, statt zu sagen, naja, es ist halt eben notwendig, dann im System mitzuspielen. Es sind zwei verschiedene Ansätze, zwei, denke ich, legitime Ansätze. Ich will es einfach nur noch mal klarstellen, von welcher Warte aus ich die Dinge beschreibe, damit Sie vielleicht auch besser verstehen, was diese Aussagen, die ich treffe, zu bedeuten haben. Das heißt nicht, dass Sie nicht mitspielen sollen im Casino, in dem wir uns derzeit befinden. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was die Fed eigentlich tun müsste. Die Wirtschaft läuft heiß. Wir haben jetzt gestern etwa Senkungen der Prognose durch Goldman Sachs, durch Bank of America, was die US-Wirtschaft betrifft, aber wir wären dann immer noch bei einem Wachstum von 5%. Wir wissen, dass die Immobilienpreise explodieren. Wir wissen, dass die Dinge heiß laufen, der Arbeitsmarkt eng ist, also müsste die Fed eigentlich tapern. Aber es ist eben so, Mohammed Elian hatte das hier klar geschrieben, du kannst nicht dein Kind immer mit Süßigkeiten füttern. Irgendwann musst du damit aufhören, weil es genug davon hat. Dann wird das Kind natürlich heulen. Also die Analogie zu den Märkten. Die Märkte wären nicht amused über den Entzug von Liquidität. Aber du musst es tun, weil die Dinge sonst außer Kontrolle geraten. Und Fred Hickey sagt hier ganz klar, ich glaube, ich nehme ihn ab, der Fed nämlich, dass sie eigentlich tapern will. Aber sie können es nicht. Sie würden nicht weit kommen, weil sie damit dann die Blase praktisch anstechen würden und die würde ihnen dann um die Ohren fliegen. Also viel können sie gar nicht mehr machen, weil in einer extremen Situation, die man geschaffen hat, gibt es kein Zurück mehr. Das ist doch genau das Problem, das wir sehen. Und das Ganze ist den Leuten durchaus bewusst. Hier diese Umfrage der Bank of America. Wie viel Prozent glauben, dass die Wirtschaft sich verbessert? Der Anteil ist dramatisch gefallen. Wie viele Leute glauben, dass die Margen sich verbessern der Firmen? Der Anteil ist dramatisch gefallen. Wir sehen, dass die meisten Aktien diese Rallye gar nicht mitmachen. Unten sehen wir, wie viel Prozent der Werte 52 Wochenhochs erreichen und jetzt
an einem Zustand oder an einem Punkt, wo der S&P 500 auf Allzeithoch ist, ist das minimal. Also es sind ganz wenige Aktien, die wirklich dieses Ding mitmachen. Es ist ein Indexwunder und das Wunder eben großer marktschwerer Titel, aber es ist kein allgemeines Phänomen, dass alle Aktien irgendwie mitsteigen, sondern das sind eben die wenigen Aktien. Wir sehen hier mal den Unterschied zwischen dem S&P 500 und dem Median Stock, also dem Durchschnitts, der Durchschnittsaktie. Da gibt es ja den Value Line Geometric Index, der das zeigt. Da sind alle Aktien gleich markt, also gleich gewichtet in den Indizes und wir sehen, da ist von dieser Rallye relativ wenig zu sehen und wir sehen auch, dass die Anleihemärkte diese Rallye nicht mitmachen. Unten die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe, die nicht steigt, sondern tendenziell weiter fällt, während die Aktienmärkte weiter steigen. Und auch hier in Deutschland ist das, oder in Europa insgesamt, ist das natürlich eine enge Korrelation zwischen der Bilanz der Notenbanken und etwa dem DAX. Aber der DAX, der hat gestern anders reagiert als die Amis. Als gestern der Einkaufsmanager-Index kam aus den USA, sind die Märkte nach oben, weil der Index schwach war, weil die Wirtschaft nachlässt. Dagegen als gestern Morgen der Einkaufsmanager-Index aus Deutschland kam, der auch schwach war, vor allem am Gewerbe, da ist der DAX mal eben 100 Pünktchen gefallen. Also das ist der kleine Unterschied. Womit habe ich ein Problem? Ich gönne jedem seine Gewinne bei Aktien, bei anderen Investments auf der Long-Seite. Damit habe ich überhaupt keine Schmerzen. Ganz im Gegenteil. Das Problem ist doch, dass wir hier ein Monster erzeugen, das viele Leute sehr stark schädigt und damit zu einem sozialen Unfrieden, zu einer sozialen Spaltung beiträgt, die wir nicht mehr in den Griff kriegen. Das beginnt bei der Altersvorsorge. Die Altersvorsorge basiert auf Zinsen. Wir haben die Zinsen abgeschafft. Die basiert auf, in Anführungszeichen, ausfallsicheren Anleihen, für die gibt es keine Renditen mehr. Das heißt, man zwingt sozusagen die Leute in Aktienmärkte, in Risikoassets, in Vermögenspreise, womit sich die ganze Entwicklung dann noch weiter aufbläht, weil es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt. Aber es ist eben so, dass die Inflation, die jetzt auch durch die Notenbanken geschaffen werden, viele ältere Menschen enteignet, man muss das so klar sagen, und die Jungen sowieso, weil die gar keine andere Möglichkeit mehr haben, als eben diese Risiken mitzugehen. Ist ja legitim, wenn man Risiken eingeht, aber es gibt gar keine Alternative mehr, als diese Risiken einzugehen. Damit habe ich ein Problem, zumal es eben keine Parameter mehr gibt für Risikobewertungen, indem man den Zins abgeschafft hat, und es führt eben dazu, dass die Leute sich keine Häuser mehr leisten können. Wir sehen in den USA jetzt 12,1% der Anstieg zum letzten Juli. Wir sehen, dass die Preise hier für nicht Neubauten, sondern Bestandshäuser hier weiter steigen. Man muss also jetzt mehr als 8 Jahre arbeiten, um sich das leisten zu können. Das ist der höchste jemals erzielte Wert, deutlich über der Blase, die wir am Immobilienmarkt gesehen haben. Was passiert aber, wenn jetzt mal die Zinsen ansteigen würden? Sie können es nicht, denn dann würde diese Blase uns sofort um die Ohren fliegen, würden diejenigen über den Jordan gehen, die sozusagen hier hochgehebelt ein solches Investment, ein solches Haus gekauft haben, das sie sich wahrscheinlich gar nicht so richtig leisten können. Wenn dann die Zinsen steigen und die Finanzierung teurer wird, dann fliegen die aus der Kurve und wir haben etwas Ähnliches wie damals nach Platzen der US-Immobilienblase. Und insgesamt sehen wir ja, dass der Einfluss der Notenbanken wie auch der Staaten immer größer wird. Gerade durch Corona, der Staaten, durch die Rettungsmaßnahmen, durch die Notenbanken. Jetzt ist geplant offenkundig, oder die EU untersucht das, ein Vermögensregister anzulegen, wo alles von allen sozusagen erfasst wird, zentral erfasst wird in einem Register, wo also verschiedene Datenstränge zusammengefasst werden sollen, auch im Bereich Krypto, Goldbesitz etc. Der gläserne Bürger, er kommt, hurra! Das ist die Kehrseite der Medaille, die wir sozusagen durch die staatlichen Segnungen dann erhalten werden. Dennoch werden wahrscheinlich 90% der Deutschen eine Partei wählen, die mehr Staat will. Das sind ja fast alle, die sagen, wir brauchen mehr Staat, aber ist das die Lösung? Ich bin da eher skeptisch. Und mehr Staat auch in China. Heute ein Artikel in der South China Morning Post, der sagt, ja, chinesische Big-Tech-Firmen sind jetzt weniger powerful, sind also weniger mächtig als vorher. Denn der Staat hat faktisch jetzt eben gesagt, das Monopol auf die Daten unserer Bürger, das haben wir.
nicht irgendwelche Firmen. Und das wird auch für ausländische Firmen einiges bedeuten, denn die müssen sich auch an diese vermeintlichen Datenschutzrichtlinien halten. Das bedeutet wiederum, dass Firmen wie Tesla, wie Volkswagen, wenn sie dort Daten sammeln, da hier ein durchaus gewichtiges Problem haben. Wer denn? Denn diese Daten, die sie über Chinesen sammeln, wenn die Leute zum Beispiel Auto fahren mit E-Fahrzeugen, die gehören dann faktisch nicht ihnen. Das ist ein Punkt, über den, glaube ich, noch zu wenig gesprochen wird, dass das auch für ausländische Konzerne ein Problem wird. Ein Problem ist auch die Chip Shortage, wie wir hier sehen, aus Malaysia. Da ist die Straße von Malacca, dürfte ein Problem haben, weil immer mehr Firmen geschlossen sind. In Malaysia ist inzwischen etwas entstanden, was man praktisch als zweites Chipzentrum bezeichnen könnte. Aber die werden dort nicht produziert, aber sie werden verpackt und sie werden dort getestet. Wenn also jetzt hier Malaysia weitgehend im Lockdown ist oder stärkere Lockdown-Maßnahmen jetzt verhängt hat, dann bedeutet das, dass der Chipmangel sich weiter fortsetzen wird. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Shipping Rates weiter ansteigen, 10 Tage in Folge. Wir sind jetzt auf dem höchsten Stand seit 2010. Ich hatte gestern das Vergnügen, mit einem Vorstandschef zu sprechen, einer Firma, die vor allem im Containerschiffsbereich aktiv ist. Und der sagte mir, als ich sagte, naja, es werden jetzt immer mehr Container neu gebaut, man versucht diesen Containermangel irgendwie abzuhelfen, sagte er, ja, das wird aber nichts daran ändern, es gibt schlichtweg zu wenig Schiffe. Denn wenn du jetzt ein Schiff bestellst, dann wird das Mitte, Ende 23 fertig und das wird sich bis Mitte 2022 nicht ändern. Dann sagt er, schauen wir weiter, wir hatten jetzt 14 Krisenjahre, sagt er, jetzt verdienen wir uns dumm und dämlich. Sein Grinsen war breit im Gesicht und es dürfte, sagte er, also mindestens noch ein Jahr dauern, bis sich da etwas entspannt. Das wiederum bedeutet, dass die Inflation nicht zurückgeht, sondern tendenziell höher bleibt, weil eben die Kosten weiter steigen. Gestern ja der Energiesektor, der große Gewinner, über 5%, ging es da nach oben. Wie schaut es jetzt aus mit Infrastruktur? Heute wichtiges Thema auch im US-Senat. Da sind die Schwierigkeiten schlichtweg die, dass die Moderaten, also die eher rechten Demokraten, sagen, wir brauchen das Infrastrukturpaket, bevor wir über das Budget abstimmen. Da sollen ja nochmal 3,5 Billionen draufkommen. Die Progressiven, also die linken Demokraten, sagen es genau andersrum. Und Manchin und Sinema aus Arizona und diese beiden Abgeordneten aus Arizona, wo war der Manchin her, habe ich jetzt vergessen, jedenfalls eigentlich konservative Bundesstaaten, dennoch demokratische Gouverneure, die wollen dieses 3,5 Billionen Paket nicht mittragen. Jetzt kommt diese ganze Geschichte mit der Schuldenobergrenze bald ins Spiel. Also das wird noch ein ziemliches Hickhack, zumal die Zustimmung für Präsident Biden deutlich abgestürzt ist mit diesem ganzen Afghanistan-Drama. Heute Abend will er sich dazu äußern, nochmal zu Afghanistan. Und apropos Amerikaners, der Anteil der Amerikaner, die inzwischen geimpft sind, ist höher als der Anteil der Amerikaner, die wissen, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersrum. Da gab es eine Befragung, da haben 72% gesagt, ja, dem ist so, die Erde dreht sich um die Sonne, aber 23% haben gesagt, die Sonne dreht sich um die Erde. Ich weiß nicht, haben auch ein paar Prozent gesagt. Also da ist sozusagen die Intelligenz kumuliert, das spricht langfristig für die Asiaten. Und wir sehen hier abschließend noch in Sachen Corona vielleicht interessant, dass in den Bundesstaaten, in denen das Coronavirus besonders gewütet hat, jetzt wir erste Rückgänge der Zahlen sehen. Florida hat ja sowohl mehr Tote als auch mehr Fälle als in allen Wellen zuvor zum Beispiel. Aber das könnte jetzt den Hochpunkt überschritten haben. Fragezeichen, ist noch nicht sicher. Hier sehen wir mal noch eine abschließende Grafik. Die zeigt, wie es in Relation zur vorherigen starken Welle in den USA aussieht. 72% der Hospitalisierungen im Vergleich zur ersten Welle, nur 20% der Toten, also da scheint der Impfstoff sozusagen die schweren Verläufe zu verhindern, und 55% der Fälle. Das ist, wie ich finde, eine ganz interessante Statistik. Also, das Monster wird weitergefüttert, die Aktienmärkte feiern Party. Das ist letztendlich auch die Absage des Taperings durch Robert Kaplan am Freitag, durch die Verlegung von
dem Jackson Hole treffen, ist das eigentlich die indirekte Ansage, so schnell wird es mit dem Tapering nichts werden. Und wenn das Tapering kommt, dann werden die Märkte es gleich so viel jammern, dass die Fed das Tapering absagen wird, denn alle wollen in diesem wunderbaren System weiterleben, dass natürlich die Vermögenden hier begeistert sind. Das kann man verstehen. Sie haben die Vermögensassets, die in den Preisen steigen. Sie haben die Absicherung gegen die Inflation. Die anderen haben sie nicht und das ist das Problem. Ich wünsche einen guten Start in diesen herrlichen, sonnigen Dienstag, meine Damen und Herren. Servus und ciao.